gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich Sorgen und da habe ich auch Zweifel. Und oft fällt mir das dann auch schwer, die erstmal loszulassen, wenn ich ganz unbewusst mit Gedanken durch die Welt laufe, dass es eventuell doch nicht so gut ausgehen könnte. Was mir da hilft, ist, mir neue Fragen zu stellen, andere Fragen zu stellen. Weil umso mehr ich in Sorgen bin und Ängsten bin, desto tiefer zieht es mich runter in die dunkelsten Ecken vom Kaninchenbau. Doch was, wenn ich mir erlaube, einen Lichtstrahl reinzulassen in meine Gedanken, mir vorzustellen, dass das, wovor ich Angst habe, die Sorgen, die da sind und die natürlich berechtigt sind und weil alles darauf hindeutet, dass gerade alles mies aussieht, wenn ich da einen Lichtstrahl dahin scheinen lasse und mir vorstelle, dass es doch eventuell gut ausgehen könnte. Und mit diesem kleinen Lichtstrahl stelle ich mir vor, dass alles bestens ausgehen wird. Auch wenn etwas in mir sagt, nein, das wird es nicht. Was, wenn es aber dann doch gut ausgeht? Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Viel großartiger, viel besser. Denke diesen Gedanken weiter. Sich Sorgen machen, ob es funktionieren wird, verspätet einfach nur den Prozess und blockiert meine Energie. Wenn ich darauf vertraue, dass alles, worum ich gebeten habe, seinen Weg zu mir findet und die Verzögerung, die sich gerade im Außen zeigt, beseitigt wird, was kommt da für ein Gefühl hoch? Wenn ich meine Energie bündle, also mich nicht ablenke mit Handy und Fernsehen und Netflix und sonst was, wirklich meine Energie bündle beim Gebet und darum bitte, dass mir hier Unterstützung geschickt wird, dass ich hier Licht und Frieden und Liebe reinbekomme, dass etwas Positives, Unvorhergesehenes kommt, was dann? Wie sieht es dann aus?